Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge Microsoft Train Simulator. Ihr Lieben, zum ersten Mal schaffe ich es endlich, mein Projekt, die Biohazard Tram, hier auf YouTube vorzustellen. Die ist mein allererstes Projekt, was ich jemals für irgendwas gebaut habe. Diese Strecke ist von mir, ja, und ist leider heute nicht mehr verfügbar. Nicht mal auf The Train, haben kein Backup mehr gefunden, dass man sie da eventuell runterladen kann. Natürlich, ich könnte sie jetzt da halt noch einschicken, aber nö, denn diese Karte ist leider wirklich nie fertig geworden, denn sie hatte damals eine technische Macke gehabt, die vom Microsoft Train Simulator kam, und vielleicht sehen wir das ja nachher. Wir fahren das Ganze hier mit einer Straßenbahn von der DVB. Ist jetzt natürlich nicht die richtige Linie, 2 nach Gorbitz. Stadt Bautzen, ja, hier sehen wir, ist eine relativ lange Straßenbahn. Ähnelt so ein bisschen hier unseren Flex City in Berlin mit diesen ganzen verschiedenen Abteilen, ne? Und ist ein wirklich eines der schönsten Straßenbahnmodelle, die ich persönlich finde und die dem GT6 relativ nah rankommen. Ja, das ist ja, den GT6 gibt es leider ja für den Microsoft Train Simulator nicht. Also ich glaube nicht, dass ich den schon irgendwo gesehen hätte. Die Tatra, also hatten wir jetzt ja in der letzten Folge und alles was, aber ich glaube den GT6 gab es halt, also nicht auf The Train auf jeden Fall und auf die Seiten, die ich sonst mich immer früher rumgetummelt hatte. Kann natürlich sein, dass irgendwo im World Wide Web ein GT6 für den Microsoft Train Simulator existiert, ja, aber auf jeden Fall, wir sind heute mit dieser Straßenbahn hier unterwegs und von daher würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier ist nämlich ganz witzig mal, wir können hier nämlich die Scheibenwischer bedienen, ja. Wir haben natürlich hier unsere Türtaster und wir haben hier Blinker drinne, die wir benutzen können, ja. Da sehen wir, ja, und damit kann man wieder ausschalten und dann kann man in die andere Richtung blinken und damit kann man wieder ausschalten. Ja, also das sind zum Beispiel so Sachen. Innenraum sieht so aus. Ja. Nächste Haltestelle, Semmelweisstraße. Ja, ist jetzt natürlich jetzt nicht die richtige Ansage, ne? Und ja, sonst gibt es hier eigentlich in der Regel nichts zu sagen. Das ist unser Cockpit, ja, was wir hier sehen. Und auch hier kann man zum Beispiel schauen, wie hier der Blinker funktioniert, ne? Ja. Und sonst, glaube ich, habe ich soweit alles erzählt. Wir spielen das Ganze hier in 4K, 60 FPS, über Open Rails das Ganze natürlich. Und wie gesagt, das, ihr Lieben, ist mein allererstes Projekt. Also wenn jetzt irgendwer zum Beispiel mit Lotus angefangen hat oder sowas und da sein erstes Projekt gebaut hat und da jetzt ein bisschen, weiß ich, neidisch auf den einen oder anderen Mod-Bauer ist, auf den Kartenerbauer. Leute, das ist total normal. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Ja? Wenn ihr euch jetzt diese Strecke hier anschaut, die ich damals gebaut habe für den Microsoft Train Simulator, wo ich fast ein Jahr bis anderthalb Jahre dran saß, seht ihr das, was zum Beispiel mein größter Fehler war. Denn es gibt hier kaum Nebenstraßen. Also, ich schweife schon wieder ab. Komm, wir fahren einfach mal los und dann zeige ich euch das Ganze mal am besten. So, deswegen würde ich sagen, los geht's. So ist sie noch nie aufgenommen worden. Also ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie erinnern kann, dass es tatsächlich ein Video von der Biohazard Tram gibt. Glaube ich nicht. Es gibt ein Video von der Linie 68 tatsächlich, ja. Das gibt's. Aber halt natürlich auch von der Qualität von damals, ne, in 4:3 Format und hast du es nicht gesehen. Und wir, holla die Waldfee, werden das Ganze jetzt hier in 4K aufnehmen, 60 FPS. Also das ist schon ein Highlight. So, hier haben wir natürlich das Problem, ne? Wir fahren die Autos einfach rüber. Schnell rüber. Ja, man, Zirkus. Ah, wenn ich das schon wieder sehe. Leute, das ist viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann ich zu bauen angefangen habe. Das muss auf jeden Fall schon eine ganze Weile her sein. Roland Center. Das muss wirklich schon eine ganze Weile her sein. So, schauen wir uns das Ganze doch mal an, würde ich sagen. Ja, so sieht es also aus. Ja, also das erste Stück, ja, lädt ja hier noch nicht alles nach. Hier haben wir die Wendeschleife halt, ne? Und, was ist denn hier los? Was ist jetzt hier los?
So, genau, hier haben wir einen Zirkus, ne, fahren wir jetzt hier einfach rum, ne? Und ihr seht schon auf den ersten Blick, was ich meine, ne? Es gibt halt kaum irgendwie Nebenstraßen oder sowas. Es ist direkt an der Linie lang gebaut worden. Ja, wir haben hier hinten noch eine große Baustelle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ach nee, eine Mühle ist da. Und eine Baustelle kommt da halt aber auch noch. Also wir werden, da hinten ist die Baustelle. Genau, wir werden hier auf jeden Fall noch eine ganze Menge sehen. Deswegen will ich gar nicht so lange quatschen, weil die Linien sind doch relativ lang geworden tatsächlich, dass wir hier einiges sehen werden. Deswegen würde ich sagen, weiter geht's. Nächster Halt. Wie gesagt, das ist meine Strecke. Damals ja noch unter dem Pseudonym Biohazard, ja. Deswegen auch der Name Biohazard Trump. Wo sie halt noch mit dem T6A2 aus Rostock abfotografiert wurde. Witzige ist halt, der Ladebildschirm ist dann auch in 4 zu 3 Format. Auch ist er denn im 4 zu 3 Format hier in Open Rails, ne? Ist schon putzig, ist schon putzig. Aber weil er immer auf die Frage kam, ja, wie hast du denn damals angefangen zu bauen und hast halt die, das ist es, Leute, das ist es. Wie gesagt, sie ist leider halt tatsächlich nie irgendwie online gekommen, weil es halt wirklich so einen kleinen Schaden gab, der vom Microsoft Train Simulator damals zurückzuführen ist. Denn es war so gewesen, dass man pro Planquadrat, glaube 1000 Objekte setzen konnte. Und jetzt stellt euch mal vor, jeder einzelne Baum, jede einzelne Telle, jedes Zaunstück, eventuell irgendwas, sind alles einzelne Objekte. Und wenn du davon 1000 hattest, ist dir der Microsoft Train Simulator einfach abgeschmiert. Und dann kam so ein Fehler, dass du diesen nicht mehr rückgängig machen konntest. Und das war mir denn damals zu heikel gewesen, weswegen ich da so ein Stück Streck abgeschnitten hatte, tatsächlich. Und ja, das sieht man dann halt, ne? Aber das zeige ich euch alles noch. Ich schäme mich nicht für meine erste Arbeit hier. Definitiv nicht. Ich finde es dafür, dass es mein erstes Stück ist, mein allererstes Projekt, was ich jemals gebaut habe, ist sie großartig geworden. Hier, schön links hier, Feuerwehreinsatz hier. Das sind alles einzelne Objekte hier, Buddelkasten, Spielzeug. Was natürlich voll gefährlich ist, dass sie die Straßenbahn fährt ohne Zaun, so weißt du. Ja, genau, als ob sie da Kinder spielen lassen. Damals hast du nicht dran gedacht, ne? Was waren Kinder? Ja. So. Hinten die Mühle. Leute, wenn ich das jetzt so sehe, das ist alles nur göttlich. Es ist einfach nur alles so göttlich. So. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier gleich mal ein ordentliches Bild machen können. Saving Screenshots soll er wohl gemacht haben, weil irgendwie schreibt er hat einen Screenshot gemacht und dann findet er aber nichts drin. Die Ampeln funktionieren hier auch nicht so wirklich. Hier benötigte man noch Tramtrack für, damit man diese installieren konnte. Also offiziell hat diese Karte wirklich keiner mehr, außer meine Wenigkeit und der Ice Dragon? Denn Gott sei Dank hatte der Ice Dragon die Karte noch, denn sonst wäre die Karte für immer verschollen gewesen. Er hat auf seine ganzen Festplatten, hat er nachgeforscht und hat gesucht extra für mich und hat sie tatsächlich gefunden, denn mein Archiv, was ich nämlich damals hatte, war kaputt. Ich konnte es nicht mehr entpacken, weil irgendein Dateiformat zerstört war. Und ja, von daher hatte ich sie nicht. Und wäre der Ice Dragon nicht gewesen, wäre diese Strecke heute nicht mehr hier. Das ist schon schade. Das wäre schon echt bitter gewesen, ja. So, sie ist halt auch komplett fiktiv, ja. Sie ist, also sie wurde, also bestimmte Punkte habe ich dann halt irgendwann dann so nachgebaut, ja, dass man eventuell
sich denken könnte, wo man wäre, ja, sage ich mal so ganz vorsichtig. Ich werde es aber auch nicht groß sagen, wo wir jetzt eventuell wären oder sowas, ne? Es ist halt eine komplette rein fiktive Karte. Und deswegen auch der Name, ne? Biohazard Ram würde ja auch in Wahrheit so nicht existieren, ne? So, und wie gesagt, also das ganze gepaart hier mit dieser Tram hier, war das einfach nur großartig gewesen, ja? Also das ist ein richtig geiles Modell, finde ich hier, ja? Ja, siehst du, das scheint ja funktionieren hier, ja. Was ist jetzt los? Wo fährt sie denn jetzt nicht? Achso, warte mal, müssen wir hier wieder Bremse lösen, wa? Ja. Deswegen wieder. Naja, übliche Macke. Meisterbau. Ja, wie gesagt, saß ich damals extrem lange. Ich glaube, es war noch in der Schulzeit gewesen von mir. Das muss so 9., 10. Klasse gewesen sein, wo ich damit angefangen habe. Und hat sich auch extrem lange gehalten. Das war übrigens auch die Straßenbahnstrecke, ja, die ich denn gebaut hatte, nachdem ich die Linie 27 denn gespielt habe. Ich glaube, viele Jahre später denn. Also nicht gleich nach der Linie 27, denn damals gab es die ganzen Objekte noch nicht. Die sind erst dann alle nach und nach gekommen. Ja. War aber der Grund gewesen, warum ich hier diese Straßenbahnstrecke angefangen habe zu bauen. Ja, vorbeigezogen. So, Türe auf, bitte. So, da blinkt es natürlich alles, ja. Also es gab hier, wie gesagt, damals auch schon wirklich viel, denn wie man ja sehen kann, ne, dass die Mühle sich zum Beispiel gedreht hat, diese Blinklichter da jetzt, wir haben den Baukran, der sich bewegt hat, ne. Also, was das am Anfang ja im Pro-Train ja nie gab, also selten gab, ja, dass wir hier animierte Objekte hatten und alles was, gab es denn zu dieser Zeit, wo ich diese Straßenbahnstrecke gebaut habe, denn schon. Das konnte man sich damals dann einfach ohne Probleme denn aus, zum Beispiel von The Train einfach runterladen und konnte diese dann halt seine Karte immer, da musste man nicht nachfragen, ob man diese Objekte benutzen durfte, ja. Das heißt, denn du wolltest sie natürlich vermarkten, aber wenn du jetzt die Objekte dann benutzt hattest, dann brauchtest du da halt nicht nachfragen, ne, wenn es kostenlos dann ist. Bist du wie heute mit Omsi, ja. So, haben wir mal übersehen hier, ne. Und nächst weggekachelt. So. Ja, das war wirklich viel Arbeit. Was ist denn jetzt hier los hier? Warum gehst du nicht aus? Als Zippe. Der Blinker wollte schon wieder nicht. So. Fahren, ne? So, also insgesamt gäbe es hier zwei Linien, glaube ich, sind das, die wir hier fahren können. Wie gesagt, die eine Linie ist so ja halt nicht wirklich fahrbar, weil sie halt gleich diesen Schein hat. Da vorne kommt eine Brücke und das müsste diese Stelle sein,
die ich dann euch gleich mal zeigen kann, warum, wieso, weshalb. Sind es aber, glaube ich, insgesamt zwei Linien, die wir hier fahren können. Also, wir haben mehrere Endhaltepunkte. Es gibt dann halt jetzt diesen Mittelpunkt, wo wir jetzt gleich reinfahren. Und da könnt ihr euch ja praktisch selber entscheiden, wie ihr da fahren wollt. Es gibt keine Aufgaben leider. Ist so nicht mehr verfügbar. Oder habe ich so nie hinbekommen, ja, dass ich hier noch Aufgaben basteln konnte. Aber wie gesagt, das war halt meine Anfangszeit. Ja, es ist genauso wie heute eine Hofdatei erstellen für Omsi. Ja, das ist ja auch. Ne? Manchmal sitzt du dann halt auch Ewigkeiten dran. Ne? Aber wie gesagt, diese Straßenbahn hier, die finde ich richtig geil. Ja. Kannst du hier gucken, ne? Guck mal da. Wer ist das? Bernd das Brot oder sowas? Keine Ahnung, ich kenne die da nicht. Spiegel leider, sieht aus wie so ein Schrottplatz da, ja. So, weiter geht's. Das ist schön. Das ist so schön, dass ich das jetzt hier aufnehmen kann. Ich wollte es eigentlich schon für Microdraster TV machen. Hab's leider nie geschafft, weil ich nie wirklich diesen Umschwung gefunden hatte, weil ich ja da erstmal die Protein-Reihe da beenden wollte. Und. Ja, das ist jetzt eine lange Latte, die ich jetzt hier. Aber also ich bin jetzt so froh, dass ich sie jetzt endlich aufnehme. Ja, dass ich sie jetzt hier bei mir auf dem Kanal für immer festhalten werde. Das ist einfach nur großartig. Die Linie 68 werden wir uns auch nochmal anschauen. Aber ist natürlich, ja, kommt nicht an die Qualität des Payware-Addons ran, was es ja für den Microsoft Train Simulator gab. Ne? Die war halt auch noch in einer sehr frühen Phase gewesen. Man konnte zwar nach Grünau fahren, man konnte nach Adlershof fahren, nach Mahlsdorf Süd konnte man fahren. Das war halt schon soweit alles drin gewesen. Aber war halt noch in einem sehr, sehr frühen Beta-Status gewesen. Ne? Aber irgendwann, so wie bei allen Sachen, ist es vorbei. Ist es vorbei einfach. So, jetzt haben wir hier unser Signal. Das liegt auf gerade. Das ist gut so. So, und jetzt zeige ich euch am besten, was ich meinte. Es müsste ja diese Stelle sein, jetzt hier. So, oh. Genau. Genau, da sehen wir das. Und zwar... Oh Gott, so muss es. So geht das. So. Sehen wir jetzt, wenn wir jetzt hier nämlich langfahren würden, ist hier einfach so eine Wand. Na, das ist so... Hier können wir durchfahren, ne? Ihr seht da, oh, guck mal, das dreht sich sogar. Railroad, Ralf. Und hier können wir nicht langfahren. Also hier können wir langfahren, da können wir langfahren und da können wir langfahren. Und hier komischerweise nicht. Na, das ist natürlich ein bisschen blöde, ja? Sieht natürlich ein bisschen albern aus, dass hier gleich vorne hier am Stück drin. Aber passt mal auf. Da ist ja noch so viel dahinter. Dieses ganze Stück konnte ich hier nicht mehr bebauen, weil mir sonst der Microsoft Train Simulator so massiv abgestürzt wäre, dass diese Karte denn nie wieder wahrscheinlich funktionieren würde. Wir haben hier hinten noch eine komplette Linie, die wir hier hätten fahren können. Also hier wären locker nochmal zwei, drei Stationen drin gewesen. Werden wir uns dann irgendwann mal eine Folge anschauen, wenn ich sie wieder aufnehme. Ja? Dann werden wir manchmal von hier hinten starten und werden dann auch mal anders fahren. Ne? Hier oben Postbank. Ja? Also das verspreche ich euch, das werden wir noch mal machen. Aber nur mal, um euch zu zeigen, wie, warum, weshalb das damals dann halt so war. Ist schon schade. Ja, ist schon wirklich schon sehr schade. So, was ist denn jetzt los? Ja. Die Türen offen sind, kann man natürlich auch nicht fahren. Wir fahren jetzt aber geradeaus weiter. Da können wir jetzt zum Beispiel nicht langfahren. Ne? Also wir können da durchfahren. Ne? Wir fahren praktisch so eine Art Pappe durch. Ja, und dann geht es halt einfach weiter. Ja, genau. Die Folge wird auch ein bisschen länger. Weil die Linie, wie gesagt, damals schon sehr lang war hier.
die war schon sehr lang gewesen. Es ist irgendwie voll cool, dieses Gefühl, ja. Deswegen an die Linie 80 wollte ich halt auch noch zeigen, weil dann habe ich nämlich alle Produkte, die ich damals gezaubert habe, nämlich hier auf diesem Kanal. Alles das, was ich fabriziert habe, ist denn hier. Wie gesagt, natürlich, man lernt ja halt auch immer mit der Zeit mehr dazu. Ne? Man fängt ja irgendwann mal an mit irgendwas. Jetzt zum Beispiel möchte ich ja gerne mit was Neuem anfangen, wo ich mich schon sehr darauf freue. Ich habe davon allerdings keine Ahnung, weshalb ich mir da selbst noch ein paar Tutorials dazu angucken möchte. Damit das Ganze nicht ganz chaotisch wird, sondern erstmal schon zumindest so eine Grundvoraussetzung halt da ist. Und dann möchte ich gerne dafür auch noch was basteln. Ne? Und ja, natürlich ist es denn, man lernt ja halt nur damit, ne? Was ist los? Oh, come on, fahr. Man lernt ja halt noch mit, ne? Und also, ich meine, der Anfang, den wir zum Beispiel in Landkreis Forsthausen hatten oder Straßenbahn Forsthausen zum Beispiel auch, ja, das ist natürlich alles der Anfang, ne? Man fummelt sich dann da irgendwann rein und wird dann halt dementsprechend irgendwann besser und schneller halt auch, ja? Und so war das natürlich hier damals hier mit der Biohazard-Tram oder der Linie 68, die ich für den Microsoft Train Simulator gebastelt habe, natürlich auch, ja? Man wurde halt irgendwann schneller und besser. Es gab natürlich immer so diese paar Punkte, die man halt immer gehasst hat. Ist egal, wo es ist, sei es bei OMSI Lotus oder dem Microsoft Train Simulator. Es gab immer irgendwas, was wirklich super genervt hat. Und sonst merkte man das an der Qualität dann halt. Ne? Dass, irgendwann wurde es halt immer besser. Und das war dann immer noch das Schwierige, dass dann halt von dem alten Stück, was man ja zuerst angefangen hat zu bauen, so sein erstes halt, ne, das dann halt wieder auszubessern halt. Dass man das dann halt wieder ausbügelt. Das war ja zum Beispiel das Anstrengende bei der Straßenbahn Forsthausen, war jetzt ja zum Beispiel nicht das gewesen, das neue Stück, was wir da gebaut haben, sondern der Umbau von Köpenick dann halt. Ja? So direkt Köpenick dann da. Ja? Hürthestraße, also von der Version 1.0 von Mahlsdorf Süd zur Hürthestraße. Ja, dieser Umbau, der war nervig gewesen, weil man da halt schon war und jetzt man da wieder Zeit investieren musste. Damit es da halt auch wieder so angenehm aussieht halt, ne? Du kannst es ja dann nicht so altbacken lassen. Wenn das andere Stück dann schöner und neuer aussieht, musst du das ja dementsprechend ja halt auch noch ein bisschen anpassen, ne? So, 40. Warum auch immer 40 hier? So, wir fahren jetzt nach rechts. Und dann, wieder ein schöner Spielplatz hier, ne, auf der linken Seite. So, das funktioniert hier auch tatsächlich, ne? Ihr seht's, ne? Das signalisiert mir dann halt auch wirklich. So, eventuell wird es dem einen oder anderen sogar ein bisschen auffallen, wie das jetzt hier gerade aussah, so die Kreuzung. Eventuell. Das ist aber schon wirklich mit ganz viel Fantasie. Ja, und da wird es noch ein paar Punkte geben, wo es eventuell vorkommen könnte. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte mich da jetzt halt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und möchte jetzt sagen, das und das. Weil, warum? Ne? Das ist so meine Fantasiestrecke damals. Heißt Biohazard Tram. Und ich habe mir halt bloß so bestimmte Punkte zum Beispiel ausgesucht und habe da halt dementsprechend das Ganze so halt angepasst, umgebaut und hast du nicht gesehen, ne? Aber das ist es, ja. Jetzt natürlich Kommentare wie zum Beispiel, sieht der Kacke aus oder sowas, bringt nichts, ja, weil das war damals meine Bauweise, ne, ist natürlich dann schade, wenn es dem einen oder anderen eventuell nicht gefällt, ne, was ich aber auch komplett, wie gesagt, nachvollziehen kann. Es ist halt schon was anderes, ne, man sieht halt, es ist halt wirklich, es geht halt wirklich einfach nur geradeaus, weißt, es geht halt wirklich nur geradeaus, ja. Und da kann ich es dann absolut nachvollziehen, dass man sagt, so, das ist ja irgendwie doof. Dann hast du da dann ein paar Kreuzungen da drinnen und dann, ja, ist das halt so. Ja, jetzt quatsche ich hier die ganze Zeit und sehe aber gerade, dass vielleicht der Ton zu laut ist. Das wäre jetzt ärgerlich.
Ich mach mal den Ton ein bisschen. Na, kannst du bitte weggehen hier? Emergency Break? Nee. Emergency Break wollte ich nicht. Nicht, dass jetzt ihr mich jetzt die ganze Zeit nicht verstanden habt. Das wäre natürlich jetzt auch. Aber ich war ja relativ nah am Mikrofon. Also mein Ton, das, was ich gesprochen habe, sollte schon ein bisschen lauter gewesen sein. So, und los geht's. Tja, das ist es, Leute. So. Na, wie man das ist jetzt, aber so wie es jetzt aussieht. Sieht es ein bisschen besser aus. Ich hoffe natürlich, dass ihr mich jetzt trotzdem verstehen konntet. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ihr mich jetzt erst verstehen könnt, wenn ich jetzt hier was quatsche. Ist natürlich blöd. Jetzt wiederhole ich natürlich nicht nochmal alles. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Habe ich jetzt aber gerade gar nicht drauf geachtet. Es ist immer so furchtbar. Ja, ein Spiel ist lauter, das andere ist leiser. Ja. Da muss es halt jedes Mal neu einstellen. So, da vorne kommen wir zum letzten Angelpunkt, ja, wo wir uns nochmal entscheiden können, wo wir hinfahren möchten. Einmal nach links oder einmal nach rechts. Wir fahren aber heute nach links und heben uns das Rechte für später auf. Da fahren wir dann nämlich vom Stadion aus, nämlich zum Wald oder sowas hieß das. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es jetzt hundertprozentig hieß. Wir sind jetzt so vom Dorf. Weiß ich auch nicht, wo wir anfangen. Ich habe keine Ahnung, das ist manchmal ein bisschen. Ich hatte nicht mal richtige Namen dafür gehabt damals. So, hier habe ich mir so gedacht, so alte Museum, so, weißt du. Fand ich relativ putzig. So, Türe auf, bitte. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, das ist es, Leute. Das ist mein allererstes Projekt, was ich jemals so ins World Wide Web gestellt hatte. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes gemacht hatte oder sowas, war es das gewesen. War es der Microsoft Train Simulator, der mich total fasziniert hat. Und mir das Bauen auch tatsächlich richtig Spaß bereitet hat. Und ja, wir sind jetzt fast eine halbe Stunde jetzt schon unterwegs. Natürlich quatsche ich jetzt natürlich auch. Rechnet man jetzt nochmal 5 Minuten ab oder sowas, ne? Da kommt man aber trotzdem auf so eine relativ lange Fahrzeit. Hotel Düsseldorf, ja, natürlich die Objekte auch relativ oft recycelt hier, ne? Also kennt man ja, ist ja zum Beispiel bei Straßenbahn Forsthausen genauso, ne? Dass man halt die Objekte doch relativ oft wieder recycelt hat. Jetzt, Dankeschön. Diese Sicht wollte ich eigentlich haben. Ich liebe diese Straßenbahn, Leute.
So, jetzt geht es gleich nach links wieder rum. Ja, das ist es. Das ist es. Finde ich cool. Finde ich cool, dass ich es endlich geschafft habe. Tut mir leid, dass ich es so oft wiederholen muss, aber ich finde es tatsächlich cool. Das war noch eine ganz andere Ära gewesen hier. Bumm. Irgendeine Messe hier. Ich weiß auch nicht mehr. Das ist, Leute, das ist... Lass es mindestens 10 Jahre her sein. Ja, lass es mindestens 10 Jahre her sein, dass ich das gebaut habe. Erinnere ich mich da natürlich auch nicht mehr so hundertprozentig, was ich hier irgendwas gebaut habe. Gut, dann muss ich mir ja überlegen, dass wir dann das nächste Mal dann nach links fahren. Nach rechts, nicht nach links, okay. Ich verwechsel das nämlich jetzt gerade so ein bisschen. Hier wollte ich nämlich eigentlich gar nicht hin, aber ist nicht so schlimm. Macht nichts, denn dann fahren wir nächstes Mal einfach anders. Spielt ja keine Rolle im Endeffekt, denn es gibt ja halt keinen richtigen Tourenplan. Da kannst du ja selber entscheiden, wie du fahren möchtest. Musst du ja irgendwann mal an eine Haltestelle kommen, oder? Nö. Okay. Gibt keine Haltestelle mehr hier? Ist ja auch mysteriös. Überall Menschen, aber keine Haltestelle. Da dürfen die ganz schön latschen. Allianz. Becks, Coca-Cola. Kunda, Fanta, H&M, da kommt eine Haltestelle, Lufthansa. Ich glaube, wir sind bestimmt an der Haltestelle vorbeigefahren, weil ich glaube, das ist jetzt ein massiv langes Stück jetzt gewesen. Ich meine, das kann natürlich auch sein, ne? Zum Beispiel wie die Häuser hier zum Beispiel auf die Straße ragen schon. Ja. Also sie sind schon auf der Straße, es gibt gar keinen Fußgängerweg mehr, sondern sie sind schon direkt auf der Straße. Im Nachhinein fällt sowas dann auf, ne? Ich meine, früher, da war mir das doch wurscht gewesen, ja, ob da irgendwas rausragt oder was. Ja, bei der Deutschen Post jetzt hier. Kaufhaus. So, ich probiere mal noch jetzt hier nochmal ein Bild zu machen. So. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Das ist ein bisschen schöneres Bild. So, und da vorne, glaube ich, müsste schon die Endhaltestelle kommen. Den haben wir es. Denn da sind wir die erste Linie der Biohazard-Tram abgefahren hier. Ja. Premiere, muss man wirklich sagen, Premiere, denn wie gesagt, diese Linie, Strecke, Karte existiert, ich glaube, meines Wissens nicht auf YouTube. Wir sind tatsächlich die Ersten, was natürlich sinnvoll ist, ne? Dass wir das sind. Ah ne, guck mal, es geht doch noch weiter. Ups.
wirklich? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ach so, hier sind wir. Alles klar. Nee, hier ist zu Ende. Alles richtig. Hier ist die Endhaltestelle. Ja, wie gesagt, also Premiere finde ich sehr cool auf jeden Fall. Finde ich richtig cool. Ja, wie gesagt, weil es halt so nicht existiert. Und das Ganze jetzt aufgenommen in 4K 60 FPS finde ich einfach noch großartiger. Ich bin am Überlegen, ob man vielleicht die Strecke jetzt im Nachhinein eventuell doch noch online stellt, jetzt um vielleicht nochmal so die Nostalgie nochmal fließen zu lassen. Eventuell könnte man das Ganze machen, ne? Aber ich weiß es nicht. Ihr könnt mir da gerne mal noch einen Tipp zukommen lassen, ne? Für das ein oder andere eventuell. Aber wie gesagt, das ist es. Das ist es. Das, ich finde das einfach nur großartig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es großartig. Ich mache mir jetzt nochmal ein paar Bilder, weil jetzt sind wir hier nochmal woanders. Oh. Ja, finde es einfach nur großartig, dass ich es jetzt eigentlich geschafft habe. Wir werden uns aber allerdings nochmal die Biohazard-Tram anschauen. Denn aber auf einer anderen Linie, zwar teilweise fahren wir fast gleich, ja. Aber ihr habt ja gesehen, wir haben einen anderen Anfangspunkt und einen anderen Endpunkt, fahren halt in dem Mittelstück ein bisschen identisch. Ja, aber das ist es denn. Das ist die Biohazard Tram. Das ist mein allererstes Projekt gewesen. Also wundert euch bitte nicht, ja, dass es natürlich heute mit Lotus ein bisschen anders läuft. Ja, man wird ja auch reifer und erwachsener, ne? Man weiß ja, worauf man auch ein bisschen Wert legen muss und alles, was. Aber ja, das ist es auf jeden Fall. Das ist es. Das ist, wie gesagt, mein allererstes Projekt, was ich jemals für irgendeine Simulation gebastelt und gebaut habe. Denn auch muss man ja sagen, der Microsoft Train Simulator war mit einer der ersten Simulatoren, die dann auch einen Map-Editor mit drin hatten. Ja, die hat einen richtigen Map-Editor drin. Und da konnte man halt natürlich das Ganze hier schon so basteln und so bauen. Und das hat mir damals schon viel Spaß gemacht und macht mir heute, wie man es ja sieht bei OMSI und bei Lotus, mega viel Spaß. Das hat damals schon angefangen halt mit dem Microsoft Train Simulator. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Wenn irgendwas zu bemängeln ist, dann schreibt es in die Kommentare. Ich meine, ich weiß, ich sage auch immer, wenn euch das Video nicht gefällt, dann gebt einen Daumen nach unten. Aber es wäre natürlich cool zu wissen, warum ihr den Daumen jetzt nach unten gebt. Ist es die Qualität? Ist es, ich weiß es nicht, vielleicht das, was ihr gerade seht oder sowas. Dann schreibt es mal in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit dem Microsoft Train Simulator. Damit verabschiede ich mich, sage Dankeschön fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.